Willkommen an Bord der neuen Normandy, Commander. Ja, vielen Dank. Ich habe die Dossiers durchgesehen. Ich würde empfehlen, als erstes Morden Solus anzuwerben, den salarianischen Professor auf Omega. Wir wissen, dass die Kollektoren mit irgendeiner neuen Technologie ihre Opfer bewegungsunfähig machen. Er muss für uns eine Gegenmaßnahme zum Schutz davor entwickeln. Ohne diese Gegenmaßnahme sind wir hilflos, wann immer die Kollektoren unseren Weg kreuzen. Die Anwerbung von Professor Solus ist der logische erste Schritt. Wer sind Sie? Ich bin die künstliche Intelligenz der Normandy. Die Crew nennt mich Edi. Edi! Hallo Edi! Steuermänner sind nicht glücklich, wenn man ihnen die Kontrolle über ein Schiff wegnimmt. Und Joker schon gar nicht. Ich steuere das Schiff nicht. Mr. Moreaus Talente werden durchaus gebraucht. Im Kampf bediene ich die Elektronik- und Cyberkrieganlagen. Darüber hinaus habe ich keinen Zugriff auf die Systeme des Schiffs. Ich beobachte und biete Analysen und Ratschläge an. Mehr nicht. Ich nehme an, es braucht mehr als nur uns drei plus Joker, um dieses Schiff zu fliegen. Die Normandy hat eine vollständige Crew. Sie sind alle auf Posten und erwarten ihre Befehle. Letzte Startvorbereitung abgeschlossen, Commander. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie auf der Galaxiekarte im KIZ ein Ziel aus. Ich berechne dann einen Kurs. Jacob und ich sollten jetzt auf unsere Posten gehen. Kommen Sie zu uns, falls Sie Fragen haben. So, sehr schön. Galaxiekarte, können wir das neue Ziel für die Normandy auswählen. Privates Terminal, können wir Status-Updates über unsere Gruppe abrufen. Sehr schön. Waffenkammer. Mhm. Nehmen Sie den Fahrstuhl, um zu den anderen Decks der Normandy zu gelangen. Gibt's keine Treppen mehr? Quartier des Captains. Aha, Privatkabine. Können wir unser Aussehen verändern? Ah ja, okay. Sehr schön. Sehr cool. Tech-Labor. Rekrutieren Sie den Professor, damit er Upgrades für die Ausrüstung Ihrer Gruppe erforscht. Okay, den Professor, den müssten wir rekrutieren. Das wäre wirklich cool. Gelehrter. Ah, ein Team zusammenstellen. Okay. Willkommen an Bord, Commander. Ja, wer bist du denn, Häschen? Ich bin Yeoman Kelly Chambers und wurde Ihnen als Administrationsassistentin zugeteilt. Ich verwalte Ihre Nachrichten und helfe Ihnen bei der Beobachtung der Crew. Ich muss sagen, es ist wirklich eine Ehre, für Sie zu arbeiten, Commander Shepard. Ja, das freut mich auch. Ich bin froh, dass Sie Teil des Teams sind, Miss Chambers. Nennen Sie mich bitte Kelly. Okay, Kelly. Noch etwas? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Hm. Wofür sind Sie zuständig? Ich informiere Sie über alle Ihre Nachrichten oder Termine. Wenn jemand aus der Crew etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen hat, sorge ich dafür, dass Sie es erfahren. Wäre für so eine Aufgabe eine VI nicht besser geeignet? Schon, aber Ihr Yeoman zu sein, ist nur meine offizielle Aufgabe. Inoffiziell beobachte ich die Crew. Jeder weiß, wie riskant unsere Mission ist. Viele von uns werden vermutlich nicht zurückkommen. Das ist ein enormer Druck. Ich verfüge über einen Abschluss in Psychologie und habe ein Gespür dafür, wann Leute überfordert sind. Oh, voll die Psychotante, oder was? Sie sorgen also dafür, dass die geistige Gesundheit der Crew stabil bleibt? Ja, ich achte auf Warnzeichen. Ich höre zu. Es ist kein Vollzeitjob und funktioniert am besten außerhalb strenger Etikette. Hm. Wir können froh sein, jemanden mit Ihren Fähigkeiten dabei zu haben, Kelly. Ich danke Ihnen, Shepard. Was möchten Sie sonst noch wissen? Schauen wir mal. Was halten Sie denn von Cerberus? Diese Organisation hat einen ziemlich schlechten Ruf. Haben Sie Bedenken, für Sie zu arbeiten? Überhaupt nicht. Unsere Methoden sind manchmal rau, aber Cerberus hat hehre Ziele. Wir vertreten die Interessen der Menschen, entwickeln ihre Technologien weiter, retten Menschenleben. Das sind gute Ziele. Es klingt so, als hätte Cerberus vor, alle Aliens zu beherrschen und die Menschheit an deren Spitze zu setzen. Cerberus kümmert sich um die Menschheit, aber das bedeutet nicht, dass wir Aliens hassen. Meine Schwester führt ein Hundeasyl, mag aber trotzdem auch Katzen. Ich liebe die Menschen. Aber ich liebe auch Asari, Quarianer, Turianer, Salarianer, Hanna. Das ist kein Widerspruch zu den Idealen von Cerberus. Sie sind ja voller Liebe.
Das ist eine sehr positive Einstellung. Was soll ich sagen? Ich bin nun mal sehr sozial. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Klar, bist du hier zufrieden? Wie fühlen Sie sich dabei, dass man Sie der Normandy zugewiesen hat? Ich wurde vom Unbekannten persönlich ausgewählt, um an der Bekämpfung der größten Bedrohung teilzunehmen, der die Menschheit je ausgesetzt war. Wie soll man sich da fühlen? Geehrt, berauscht, verängstigt. Aber hauptsächlich fühle ich mich ermutigt. Unter Ihrem Befehl können wir gar nicht scheitern. Ja, werden wir auch nicht. Keine Sorge, wir werden die Kollektoren besiegen. Ich vertraue Ihnen völlig. Als ich Sie zum ersten Mal sah, wusste ich, dass ich meine Augen schließen und mich fallen lassen könnte. Sie würden mich auffangen. Vielleicht würde ich Sie nicht nur auffangen, Kelly. Das nenne ich einen verlockenden Gedanken. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Oh, geil, die lesbische Psychotante, ey. Nein, im Moment nicht, oder? Warte mal, haben wir hier mal was? Nee. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Ja, klar, lass mal reden nachher. Ach, herrlich. So, die Kelly. Wer sind Sie denn? Ach, mit der kann man nicht quatschen. Hier kann man auch nicht quatschen. Das ist die Galaxiekarte. Hier können wir auch nicht reden. Okay, wir gehen wir mal vorne ins Cockpit. Oder können wir hier noch mit jemandem reden? Ich weiß nicht, ob hier noch jemand sitzt. Da ist doch tatsächlich noch jemand. Steuerung untersuchen. 15 neue Mass Effect 2. Aha. Komm, haptisch-adaptives Interface. Aha. Cool. So, wir gehen mal mit Joker schnacken. Ist das zu fassen, Commander? Es ist mein Baby und sogar besser als neu. Passt mir wie angegossen. Und sogar Ledersitze. Das Militär mag ja den Standard der Hardware vorgeben, aber auf einer Fregatte der ersten Generation war die Atmungsaktivität der Sitze kein Thema. Im zivilen Sektor hingegen gilt, Design dient auch der Bequemlichkeit. Es ist keine hundertprozentige Nachbildung, Mr. Moreau. Es wurden ganz unauffällig Verbesserungen vorgenommen. Und genau das ist der Haken. Ich mochte die Normandy, wie sie war. Schön und ruhig. Und jetzt ist da dieses Ding, über das ich gar nicht reden will. Es ist, als hätte das Schiff Krebs. Es ist nicht dasselbe, Joker. Nichts hier war je ein Teil der echten Normandy. Aber wir sind es. Ich muss nehmen, was ich kriegen kann. Die letzten 2 Jahre waren furchtbar. Sie werden sehen. Uns überwacht zwar eine VI, aber die würden nie so viel investieren, um uns dann übers Ohr zu hauen. Es wird bestimmt sogar besser als früher. Hoffentlich. Ich bin immerhin gestorben. Mann, Sie können einen aber echt runterziehen. Okay. Wir reden noch mit Edi. Ja, Shepard? Ich möchte mehr über Sie wissen. Haben Sie eine spezifische Frage? Wie kommen Sie mit Joker zurecht? Mr. Moreau traut mir nicht. Es stört ihn, dass ich auf den Computern seines Schiffes installiert wurde. Stimmt, weil die letzte Normandy bestens funktionierte, auch ohne dass eine VI mich auf offenstehende Luftschleusen aufmerksam gemacht hat. Warum heißen Sie Edi? Edi bedeutet eigentlich EDI und ist eine Abkürzung für erweiterte Defensivintelligenz. Aha. Wo sind Sie? Mein Intelligenzkern befindet sich in einer Quanten-Blue-Box hinter der Krankenstation. Okay, in der Krankenstation in einer Blue-Box. Was ist Ihre Aufgabe an Bord des Schiffes? Ich bediene die Elektronik und die Cyberkrieganlagen des Schiffs im Kampf. Meine Reaktionszeit ist erheblich kürzer als die jedes organischen Wesens. Ich sammle die Berichte der Überwachungsanlage an Bord des Schiffs für den Unbekannten. Ich erfülle weitere Funktionen, die derzeit noch der Geheimhaltung unterliegen. Die sammelt also Berichte für den Unbekannten. Das heißt, sie könnte uns auch ausspionieren, ne? Cyberkrieg meint sowas wie Viren, oder? Im unmittelbaren Kampf Schiff gegen Schiff kann ich manchmal die Firewalls des feindlichen internen drahtlosen Netzwerks außer Gefecht setzen. Sobald ich die Kontrolle über das System habe, kann ich Schwerkraft oder Luft abschalten. Ich kann Waffenlenksysteme oder Schilde deaktivieren. Oder ich kann in ihrer Reaktoranlage eine Kernschmelze auslösen. Und zur Verteidigung bediene ich die Störer, Tarnvorrichtungen und internen Firewalls der Normandy.
Mhm, das klingt doch erstmal nicht schlecht. Das klingt überaus hilfreich. Warum gibt es so jemanden nicht auf jedem Kriegsschiff? Organisches Personal kann nicht schnell genug auf Veränderungen der Lage reagieren und ist auch nicht zu dem nötigen Multitasking fähig. Diese Funktion kann nur eine künstliche Intelligenz erfüllen. Unglücklicherweise misstraut man uns. Könnte was damit zu tun haben, dass eine VI beinahe die gesamte Zivilisation der Galaxie vernichtet hätte? Nur so ein Gedanke. Der Unbekannte hat eine Überwachungsanlage an Bord? Er hat einen Großteil der Ressourcen von Cerberus in die Planung und den Bau dieses Schiffes investiert. Er hat ein Interesse daran, ständig über unsere Fortschritte informiert zu sein. Mhm. Der Unbekannte hat eine Überwachungsanlage an Bord? Das war dasselbe. Mist. Er hat einen Großteil der Ressourcen von Cerberus in die Planung und den Bau dieses Schiffes investiert. Er hat ein Interesse daran, ständig über unsere Fortschritte informiert zu sein. Zugriffsbeschränkte Funktionen? Zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Ein Teil meiner Datenbanken ist versiegelt und ein Teil meiner Hardware ist offline. Ich vermute, dass ich nach Eintreten bestimmter noch unbekannter Umstände Zugriff auf diese Funktionen erhalte. Okay. Themawechsel. Reden wir von etwas anderem. Bereit. Reden wir von Cerberus. Ich möchte mehr über die Leute erfahren, mit denen ich zusammenarbeite. Ein Großteil dieser Daten ist geheim. Haben Sie eine spezifische Frage? Ressourcen. Was für Ressourcen stehen Cerberus zur Verfügung? Geld, Personal, Anlagen? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Aha. Wie meinen Sie das? Ich werde zwar weniger kontrolliert als andere VIs, unterliege aber trotzdem Verhaltensblockaden und der physischen Isolierung meiner Hardware. In diesem Fall unterbinden die Geheimhaltungsstufen von Cerberus meine ordnungsgemäße Beantwortung Ihrer Frage. Na toll. Was für Ressourcen stehen Cerberus zur Verfügung? Geld, Personal, Anlagen? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Ach. Wie ist Cerberus organisiert? Abgesehen vom Unbekannten scheint es keine richtige Befehlskette zu geben. Cerberus ist in aufgabenorientierte Zellen organisiert. Jeder operiert völlig isoliert. Mitglieder einer Zelle können niemanden aus einer anderen Zelle identifizieren. Die Mitglieder jeder Zelle werden von einem einzigen Agenten befehligt. Wir sind die Lazarus-Zelle und unterstehen Agentin Lawson. Wie viele Operationen betreibt Cerberus zurzeit? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Okay. Wie konnte Cerberus das modernste Kriegsschiff der Allianzflotte nachbauen, ohne dass jemand davon erfahren hat? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Tja. Reden wir von etwas anderem. Bereit. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist die Brücke, wo der Navigator unsere ULG-Vektoren berechnet und der Steuermann das Schiff manövriert. Ich sitze übrigens direkt hier. Vielen Dank. Okay. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Das ist lieb, dass du uns abmeldest. So, hier haben wir auch noch was. Flugsteuerung untersuchen. Alles im grünen Bereich. Sehr schön. Das ist lieb von dir, Joker. So, wir gehen mal runter. Wir müssen noch mit dem, Aufzug runterfahren. Mal schauen, ob wir hier noch mit jemandem reden können. Tech-Labor. Ah ja. Wir brauchen einen Wissenschaftler, um das technische Labor zu benutzen. Okay, verstehe. Oh, was haben wir hier? Privates Terminal öffnen. Ah ja, okay. So, Teamstatus. Den Status des Teams überprüfen. Aha. Da ist noch nichts zu überprüfen. Ungelesene Nachrichten haben wir keine. Archivierte Nachrichten. Fortschritt Kampfausbildung. Sehen Sie sich die Ausbildungsvideos von Cerberus über fortgeschrittene Kampftaktiken an. Funktioniert auch nicht. So, ist denn hier noch irgendwo irgendwas? Nee, ne? Okay. Was haben wir hier? Waffenkammer. Ah, Waffenkammer klingt gut. Da gehen wir mal hin. Was? Okay. Armory. Was, wieso hängt denn hier so ein Ding dran? Kann man nichts mitmachen.
Ah. So, Waffenspind, Ausrüstung auswählen. Shepard, wieso kann ich denn hier nichts? Ach, okay, so rum geht das. Okay. M8 Avenger. M23 Katana, zwei Optionen. Ne, ich will ja lieber hier die schwere Pistole haben. Wieso kann ich die jetzt auswählen und hier das jetzt nicht? Waffenbestand ändern. Ja, wo soll ich den denn hier ändern? Wählen Sie eine Waffe. Aha. Ne, zurück. Die hat man wahrscheinlich sowieso, ne? Sturmgewehr, schwere Pistole und Präzisionsgewehr. Was hat man hier bei dem Granatwerfer? Bogenprojektor. Ionisiert Ziele mit einem unsichtbaren Laser und bereitet damit einen Starkstromangriff vor. Mhm. Ja, ich nehme den Granatwerfer. So. Jacob. Auswählen. Ja, der kann ruhig die Schrotflinte behalten. Und Miranda. Ja, die hat zwei Pistolen. Okay, dann lassen wir das mal erstmal so. Huch, wo geht's dahin? Ah, Jacob, alter Freund. Commander. Ich hatte noch keine Zeit, mich umzusehen und den Bestand aufzunehmen. Ich möchte sagen, dass die Arbeit mit Ihnen eine große Chance ist, etwas von Bedeutung zu tun. Es ist ein Privileg, auf der Normandie zu dienen, Commander. Vielleicht reden Sie anders, wenn wir so enden wie die ursprüngliche Normandie. Mag sein. Solange der Unbekannte seinen Worten Taten folgen lässt, und Sie auch, werde ich alles dafür tun, dass wir Erfolg haben. Das war auch bisher die Bedingung für meine Mitarbeit. Ich habe Probleme mit so manchen Operationen von Cerberus in der Vergangenheit. Was hat Cerberus getan, das sie nervös macht? Viel. Sie wurden Terroristen genannt und das mit gutem Grund. Eine kontroversere Vergangenheit lässt sich kaum finden. Aber wenn die Bedrohung durch die Kollektoren real ist und wir etwas dagegen unternehmen, wird Cerberus künftig in einem anderen Licht erscheinen. Oder wir kommen alle vor Gericht und werden exekutiert. Wenn man so lange darüber nachdenkt wie ich, stellt man fest, dass man auf niemanden zählen kann. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit, Mr. Taylor. Geht mir genauso, Commander. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Okay. Wieder ein paar vorbildliche Vorbildpunkte bekommen. So, hier liegt alles voller Knarren, ne? Guck mal hier, geil. Hier ist alles, was das Herz begehrt. Boah, hier, schönes Scharfschützengewehr. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Boah, cool. Das ist wahrscheinlich so der Antriebskern hier, der Atomreaktor. Oder sowas. Sehr, sehr nice. Mir gefällt die neue Normandie. Die Normandie V2. Besprechungsraum. So, da kommen wir noch nicht rein. Ah ja, hier können wir jetzt wieder... Ja. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist der ÜLG-Kommunikationsraum. Zusätzlich zur Einbindung ins ÜLG-Kommunikationsnetzwerk ist die Normandie mit einem Quantenverknüpfungskommunikator zum Büro des Unbekannten ausgestattet. Dadurch ist verzögerungsfreie Kommunikation auch außerhalb des Com-Rasters möglich. Quanten was? Ich habe noch nie was von einem Quantenverknüpfungskommunikator gehört. Wie funktioniert sowas? Im Grunde werden zwei subatomare Partikel miteinander verknüpft. Eines ist hier installiert, das andere im Büro des Unbekannten. Wenn ein Partikel einen bestimmten Quantenzustand annimmt, hat sein verknüpfter Partner immer den genau entgegengesetzten Status, unabhängig von der Distanz zwischen beiden. Wenn wir den Status unseres Partikels ändern, ändert sich auch der Status des Partikels beim Unbekannten. Wir können dadurch Daten in Form von Quantenbits senden. Das nennt sich in der modernen Wissenschaft übrigens Quantenfluktuation.
Warum gibt's sowas nicht überall? Jedes Quantenpaar kostet ungefähr so viel wie ein Com-Portal und es kann immer nur ein Quantenbit gleichzeitig übertragen werden. Neben den Kosten und dem Bandbreitenproblem verbindet das System immer nur zwei feste Teilnehmer. Um 100 verschiedene Welten zu kontaktieren, müssten wir 100 verknüpfte Paare herstellen und pro Welt ein Partikel installieren. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. So, sehr schön. Hauptsache mal ein bisschen über Quantenfluktuationen gequatscht und Singularität und etc. pp. So ist übrigens auch der Urknall entstanden. Über Quantenfluktuationen. Vorausgesetzt, es gab die Quantenfluktuation schon vor der Singularität. Tja, so. Wie komme ich denn jetzt in dieses Tech-Labor? Komme ich nicht rein, weil ich diesen Professor nicht habe, ne? Achso, hier war ja auch. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ah, Liebelein. Ja, dankeschön, dankeschön, dankeschön. So, ungelesene Nachrichten. Ach, der zeigt das. Man muss immer hier auf Auswählen. Ach, okay. Ah. Bogenprojektor, ja. Haben wir hier was zu lesen? Achso, als gelesen markieren. Okay. Da, hier ist ja der Bogenprojektor. Wurde auch gerade gefragt im Stream, im Chat. Von dem Unbekannten. Es gab kürzlich einen Guess-Vorfall bei einem unserer Außenposten im skylianischen Randsektor. Keine Sorge, ich schicke sie nicht los, um irgendetwas zur Strecke zu bringen. Unsere Agenten haben einen überaus erfolgreichen Kampf gegen einen Spähtrupp der Guess geführt und sagen, Grund für den Sieg sei ein brandneues elektrisches Angriffsgerät gewesen, das erst kürzlich erstmals unser Labor verlassen hat. Da die Einheit nun erst einmal Fronturlaub macht, dachte ich, sie könnten die Waffe in der Zwischenzeit in Verwahrung nehmen. Da kommt der Bogenprojektor her. Aha. Cerberus Sturmpanzerung. Unsere Panzerungstechniker haben gehört, dass sie wieder im Einsatz sind und bestehen darauf, dass sie über eine angemessene Ausrüstung verfügen. Sie haben ein Paket zusammengestellt, das ich zur Normandie habe liefern lassen. Sie finden es in ihrem privaten Quartier. Zum Glück kennen wir ja ihre Größe. Und ich hoffe, der Paketdienst ist nicht von UPS. Denn die haben ein bisschen rumgenervt in letzter Zeit. Absturzstelle der Normandie gefunden. Mhm. Unsere Scans im Armada-System haben etwas hervorgebracht, das Sie sehen sollten, die letzte Position des Wracks der SSV Normandie. Wir dachten, diese Nachricht könnte vielleicht wichtig für Sie sein, aber wir verbinden damit auch ein höheres Ziel. Die Allianz würde die Normandie gerne mit einem Denkmal ehren, das an der Stelle der letzten Ruhestätte des Schiffes errichtet werden soll. Wir möchten Sie einladen, das Denkmal zu errichten und zuerst Ihren Fuß dort hinzusetzen. Im Zuge des Angriffs der Kollektoren auf die Normandie werden noch immer 20 Crew-Mitglieder vermisst. Wenn Sie irgendetwas von diesen Vermissten finden, würden wir Sie bitten, der Allianz davon zu berichten, damit die Familien dieser Helden darin etwas Trost finden können. Gute Reise, Commander. Kontakt mit dem Forschungsschiff abgebrochen. Okay, zu diesem Denkmal würde ich ja gerne hin, ne? Da würde ich wirklich gerne hin. Commander, die MSV Rosalie, ein Forschungsschiff mit Verbindungen zu Cerberus, ist verschollen. Ihr Team sollte den Prototypen eines neuen Fahrzeugs zur Planetenerkundung namens Hammer testen. Außerdem sind Wissenschaftler Dr. Manuel Sayes und Dr. Robert Alloy an Bord, der, ich glaube, das heißt MSV Rosalie, mit Forschungsprojekten für uns befasst. Sie müssen das Schiff, das Testteam und die Wissenschaftler finden. Die MSV Rosalie wurde zuletzt in der Nähe des Planeten Seona, Elista Isma-Grenze gesehen. Handel mit Saeed Massani vereinbart. Wir haben eine Übereinkunft mit dem erfahrenen Söldner Saeed Massani getroffen. Sie haben sicher schon von ihm gehört. Nein? Saeed war an einigen der bekanntesten und an einigen völlig unbekannten Militäroperationen in den Terminus-Systemen beteiligt und ist als rücksichts- und skrupelloser Kopfgeldjäger gefürchtet. Ich dachte, Sie könnten jemanden mit seinen Fähigkeiten bei Ihrer Mission gebrauchen und habe daher veranlasst, dass er sich Ihnen anschließt. Ja. Sie finden ihn auf Omega, wo er gerade seinen aktuellen Auftrag abschließt und keine Sorge wegen einem Sold. Darum habe ich mich persönlich gekümmert. So, dann haben wir noch eine Nachricht von Anderson. Nur für den Fall, dass die Gerüchte wahr sind und sie tatsächlich noch leben, müssen sie auf die Citadel kommen. Ich muss mit ihnen reden. In den letzten beiden Jahren ist viel passiert. Sie haben uns die Kontrolle verschafft und da ist es nur fair, dass man ihnen gestattet, sich selbst zu all dem zu äußern, was man so hört. Okay, cool. Absturzstelle der Normandie.
Die letzte Position des Wracks. Ja. Im Armada-System. Da würde ich ja gerne hin. So, was haben wir denn hier noch? Upgrades. Warte mal, Teamstatus. Okay, sonst haben wir hier noch nichts. Wir haben nur Jacob bisher im Team. Upgrades auswählen. Über Upgrades. Verbessern die Kräfte, okay. Ungelesene Nachrichten. Fortgeschrittene Kampfausbildung. Auswählen. Gruppenbefehl. Video ansehen. Kräfte. Echtzeitsteuerung. Über den Einsatz von Kräften und das Erteilen von Gruppenbefehlen brauchen wir jetzt nicht. Okay. So. Mit dem Aufzug müssen wir noch fahren. Ah, ach, hier können wir mit Edi reden. Das war das die ganze Zeit. So, Quartier des Captains. Ich würde sagen, wir fahren mal dahin. Wir schauen uns mal an, wo wir überhaupt wohnen. Was? Du wirst mir gruselig, kennst dich in Quantenphysik oder was auch immer. Das ist aus. Ja, so ein bisschen. Aber nicht wirklich viel. Hier, unsere Kabine. Boah, guck mal hier, mit Aquarium. Der Pufferfisch wird sich freuen, wenn er das sieht. Ein Riesenaquarium. Ist nur leider kein Fisch drin. Es gibt keine Fische mehr. Fische sind anscheinend ausgestorben in der Zeit. Ehrenmedaille. Retten Sie Ihre Crew vor einem übermächtigen Angriff. Kaum zu fassen. Kehren Sie in den aktiven Dienst zurück. Okay, hier bekommen wir also ein paar Medaillen. So, privates Terminal. Da können wir auch hier Teamstatus und so ein Kram gucken. Okay, das ist das Gleiche. So, was haben wir hier? Ach, das ist Edi. Ah, Panzerungsspind. Sehr schön. Ach so, da können wir das hier wieder umbauen alles. Das brauchen wir jetzt nicht. Das haben wir ja alles schon gemacht. Musikanlage. Oh, geil! Hier Musik auswählen! Ja! Sehr schön. Oh, guck mal hier, hier hängt noch so ein Raumschiffmodell. Also, sieht man von oben besser. Sehr gut. Die Musik ist so von epic, ey. Das ist so unglaublich. Ach so, aber die läuft nur in unserem Raum. Schade. Ich dachte, die würde die ganze Zeit laufen. So. Kampfinformationszentrum, da waren wir gerade. Gehen wir mal in die Mannschaftsquartiere. Schauen wir uns mal da um.